Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal MMF auf der Kronos Chain genauer an. Viel Spaß beim Schauen. In unserer Kronos-Reihe machen wir heute hier mit MMF weiter. Im letzten Video haben wir uns ja angeschaut, wie die DeFi-Extension am PC funktioniert. Wenn du dazu noch Fragen hast oder vielleicht zu der App, dann schau gerne einfach in meinen vergangenen Videos rein oder schau auch gerne einfach hier oben rechts. Ich versuche das Ganze zu verlinken, dass du hier das Video auch findest. Dort ist das meiste geklärt. Falls nicht, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann kommt auch dazu ein Video. Und in den letzten Videos kam eben häufiger die Frage zu MMF. Gleich vorneweg, das Ganze ist keine Anlageberatung, keine Anmeldeberatung und dazu ist es wirklich ein ganz großes Hochrisikoinvestment. Denn du weißt selber, MMF war mal gehypt. MMF war hier, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei ungefähr 1,70 Dollar. Inzwischen sind wir bei 2 Cent. Du siehst also, man kann sich hier wirklich die Finger verbrennen. Man kann jetzt hingehen und sagen, okay, wir sind jetzt am Boden angekommen. Im nächsten Bullenmarkt wird das ganze Ding definitiv hochgehen. Oder man kann sagen, das Ding ist tot. Ich lasse die Finger davon. Ich will hier für niemanden die Entscheidung treffen. Die muss jeder für sich treffen. Das Ganze ist, wie gesagt, keine Anlageberatung und jeder handelt auf sein eigenes Risiko. Es kam aber öfter die Frage, warum gibt es jetzt hier bei Earn Farms V2? Dazu gibt es ehrlicherweise gar nicht allzu viel zu sagen, denn die Version 2 ist einfach ein Update. Ein Update in dem Sinne, man versucht natürlich die Leute zu locken, weil man sagt, okay, wir haben jetzt in der neuen Farm weniger Liquidität und somit höhere Prozente. Je höher die Prozente, desto mehr Freiwillige gibt es, die sagen, okay, ich schmeiße da ein paar Münzen rein, weil ich bekomme ja schöne Prozente darauf. Kann man definitiv machen. Ich habe auch in meinen Videos schon gezeigt, wie das funktioniert. Du musst natürlich erst einmal dich entscheiden, welches Token-Paar du haben möchtest. Hier zum Beispiel MMF und Crow. Die musst du dann verheiraten und wenn du die dann verheiratet hast, kannst du dich hier reinstaken, musst das Ganze hier erstmal enablen. Das Ganze kostet dich ein paar Cent. Das machen wir jetzt einfach mal hier nicht. Wir brechen die Transaktion einfach mal ab und du musst, wie gesagt, das Ganze hier erst einmal freischalten. Dann kannst du die Münzen einzahlen, staken und dann kannst du dir ausrechnen, was du bekommst. Du bekommst jetzt aktuell ungefähr 420%. Wenn du also 100 Dollar investieren würdest und würdest sagen, ich mache das Ganze auf den Tag, dann siehst du, dass du hier rein theoretisch 1 Dollar pro Tag in MMF bekommen würdest. Soweit, so gut. Die Münze kann morgen weg sein, dein Geld kann morgen weg sein und der Dollar kann morgen 5 Cent wert sein. Da musst du einfach aufpassen, wenn du sagst, ja, warum nicht? Ich habe die Münzen eh rumliegen aus dem letzten Staking, dann kann ich die auch reinschmeißen. Klar, das ist wie gesagt deine freie Entscheidung. Du hast hier die Möglichkeit, jetzt definitiv ein paar Münzen zu sammeln. Es kann im Bullenmarkt eigentlich kaum schlechter werden. Deswegen, ich bin sowieso ein Langzeitinvestor und wenn ich hier oder da ein paar Münzen irgendwo staken kann, dann mache ich das Ganze meistens. Die Münzen, die ich da reinschmeiße, die schreibe ich auch gleich ab. Für mich sind die Münzen verloren. Wenn ich dann mit Profit rausgehe, dann freue ich mich doppelt und dreifach. Wenn ich nichts rausbekomme und das Projekt dann in die Hose gegangen ist, dann bin ich nicht traurig, weil ich das von vornherein mit einkalkuliert habe. So solltest du natürlich auch immer rechnen, weil nur so kannst du auch nach vorne kommen. Und am Ende des Tages macht natürlich auch Kleinviehmist. Bitte recherchiere da immer selber, schau, wie vertrauenswürdig welche Münze ist, welche Börse ist und natürlich auch hier welche Staking-Plattform. Du weißt, mit MMF haben sich viele die Finger verbrannt, aber natürlich auch viele einiges dazu gewonnen. Wenn du weiterhin hier noch Fragen oder Probleme hast, wie man das Ganze nutzt und so weiter, dann einfach rein in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, du siehst hier Prozente um die 400-500%, also definitiv was, was man ausnutzen kann, aber das Ganze musst du selber entscheiden. Deine Meinung unbedingt in die Kommentare, stakest du da rein, wirst du da jetzt die Tage was reinstaken, weil das Ganze dir gefällt oder sagst du, nö, ich lasse die Finger, weil ich mir nicht die Finger verbrennen will oder weil ich mir die Finger verbrannt habe. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, falls ja, bitte supporte mich und dann sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorenten. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.